18. März, kurz vor 5 Uhr in Geiselhöring. Gleich soll das Lichtspiel beginnen. Aber am Himmel sind schon erste Schleierwolken und die Wetterprognose für die folgende Stunde ist schlecht. Deshalb kommen nur ganz wenige Leute. Ja, wir haben uns Lichtspiel in YouTube angeschaut und Janet haben gemeint, jetzt wenn wir das einmal in echt anschauen, weil das halt echt cool ausgeschaut. Ich habe jetzt viel darüber gelesen und einiges schon von anderen gehört und jetzt möchte ich einmal sehen, wie es wirklich ausschaut. Aber es ist kein guter Tag für das Lichtphänomen, dass diese zwei Fenster an wenigen Tagen rund um Frühlings- und Herbstanfang zweimal im Jahr in der Kirche auslösen. Heute wird es immer diesiger. Die Sonne ist nur durch Schleier zu sehen. Live ist live, wie wenn du da Open-Air-Konzert veranstaltest und auf einmal fängt das Ringen an. Und da ist genauso, du bist halt auf gute Witterung angewiesen. Ein bisschen haben wir noch Zeit, 3 Minuten. Ich hab's nicht im Griff, aber ja, mal schauen, vielleicht wird's noch besser. Christian Ertl ist der Wiederentdecker des Geiselhöringer Lichtspiels. Die über 90-jährige, inzwischen verstorbene Mesnerin hat ihm vor ein paar Jahren erzählt, dass es da herinnen an bestimmten Tagen leuchtet. Ziemlich genau vor 6 Jahren war ich dann erinnert und habe das Fotografieren angefangen. Und dann hat mir natürlich das Licht getroffen, wie wenn mir ein Blitz gestreift hätte. Das hat richtig Spaß gemacht, weil dann habe ich gesehen, ja, die Sonne leuchtet durch die zwei großen Fenster in der Westfassade einer und überstrahlt im Laufe von einer Stunde den ganzen Hochaltar. Auch heute, am ersten der insgesamt 3 Tage des Lichtspiels zum Frühlingsanfang, scheint sich die Sonne doch noch durch die Wolken zu kämpfen. Ein kleines Leuchten über dem Kreuzabnahmealtar und in der Mitte über dem Tabernakel. Aber schon nach wenigen Minuten ist alles vorbei. Pech für die wenigen Zuschauer heute. Ja, ein bisschen enttäuscht sind wir natürlich schon, dass es wieder nicht ganz so gut mitgespielt hat, aber hoffen wir auf die nächsten Tage, dass es besser wird. Christian Ertl ist Elektroingenieur und Lektor in Geiselhöring. Der Naturwissenschaftler in ihm hat nach einer Erklärung für das Lichtspiel gesucht. Ich habe herausgefunden, dass unsere Kirche St. Peter und Erasmus in Geiselhöring nicht genau geostet ist in der Ost-West-Richtung, sondern dass die um 10 Grad aus der Ost-West-Richtung rausgedreht ist. Zum Frühlings- und zum Herbstanfang steht dann die Nachmittagssonne zwischen 5 und 6 Uhr genau in der Verlängerung von unserem Kirchenschiff und ermöglicht diese Illumination vom Hochaltarraum. Nach der Recherche im Internet hat Christian Ertl tausende Fotos gemacht und sich angeschaut, welche Bilder und Skulpturen beim Lichtspiel nach und nach angeleuchtet werden. Zuerst der Kreuzabnahmealtar, also der Tod Christi. Gleichzeitig der Tabernakel, der für den auferstandenen Christus steht. Dann werden die zwei Kirchenpatrone erleuchtet, Bischof Erasmus links und der heilige Stephanus rechts. Und danach erstrahlt der Verkündigungsengel Gabriel, der auf das Auge Gottes zeigt. Und ganz am Schluss ist dieser kleine Putto dran, der mit dem Zweig winkt und zu sagen scheint, bis zum nächsten Mal. Es ist das Geheimnis des Glaubens mit Licht geschrieben, und zwar mit Sonnenlicht. Und das ist ein Cineplex-Kino aus Sonnenlicht für die Menschen des 18. Jahrhunderts. Vorsicht, genau, wunderbar. Eine Verkündigungsfreude hat Christian Ertl gepackt. Und er will möglichst viele Leute mit seiner Begeisterung anstecken. Wo stehen wir uns hin? Da vorne aufs Tischlaufe. Okay. Bei Niklas Haider ist es ihm gelungen. Der Ministrant hat sogar schon in der Schule ein Referat über das Lichtspiel gehalten. Sehr toll finde ich das, dass das bei uns in Geiselhöring ist. Das hat nicht jede Kirche. Jetzt ein bisschen noch. Am Modell kann man das Lichtspiel künftig jederzeit nachvollziehen. Niklas simuliert mit der Taschenlampe die Sonne. Christian Ertl macht Fotos für eine Bedienungsanleitung für das Modell, damit Besucher auch ohne ihn damit zurechtkommen. Jetzt geht die Sonne weiter unter. Und jetzt wandert das Licht von der Sonne zum Erzengel Gabriel auf. Das ist der 3. Akt, der Höhepunkt von dem Lichtspiel. Bauherr der Kirche 1761 bis 1764 war Pfarrer Ignaz Zinkel. Christian Ertl stellt sich vor, was der sich damals vielleicht gedacht hat.
Wir haben einen Haufen Leute in Geiselhöring, die nicht lesen können. Wir können mir die Botschaft von Jesus am besten in den Neubau unserer Kirche reinbringen. Rauskommen ist dann das Lichtspiel im Gotteshaus. Dafür, dass der Pfarrer das Lichtspiel wirklich geplant hat, gibt es allerdings bisher keinen Beweis. Im Stadtarchiv will Christian Ertl einen finden. Weil er alte Schriften nicht lesen kann, begleitet ihn Heimatforscherin Daniela Lochner. Der Hauptgewinn wäre ein Plan mit Berechnungen für das Lichtspiel. Sag, schau her, Christian. Was hast du jetzt? Das ist was Jüngeres. Okay. Da kann was drin sein, was dir gefällt. Ja, hoffentlich. So. Ja. Hoffentlich. So, und da steht jetzt draußen Pfarrer Zinkel drauf. Schau her. Dokumente über den Umbau der Pfarrkirche St. Peter. Schauen dann wir mal, was Hoffnung, da drin oder? Ist. Das ist auf jeden Fall 40, 50, aber das ist nur nicht unsere Zeit. Und also lauter Handschrift, keine Skizzen? Nein, überhaupt nichts. Schau her, nicht einmal eine Rechnung. Ewig schade. Und ich hätte gehofft, dass irgendwo eine Skizze drin war, wo man einen Sohn sieht und eine Kirche. 53, Knach, was. Also die Möglichkeit war, dass du einen Grundriss, einen Aufriss, einen Bauplan eher dann im Archiv findest in Landshut um oder im Ordinariat in Rengsburg drin. Jetzt sollten erstmal die Wolken vor der Sonne verschwinden. Tag 2 vom Frühlingsbeginn. Heute kommen schon mehr Neugierige, um das Lichtspiel zu erleben. Ich finde, dass das mit Sicherheit also den Glauben ungemein nochmal bestärkt, wenn also sowas, so eine Lichtillumination da einfach kommt. Es ist einfach beeindruckend. Aber auch heute ist nur wenig zu sehen. Wenn es das aufhört, das geht, finde ich schon ganz gut. Um kurz vor 5 erscheinen die Lichtkegel tatsächlich beim Kreuzabnahmealtar und beim Tabernakel. Und verschwinden. Immer wieder sorgen die Wolken dafür, dass das Licht in der Kirche an- und ausgeht. Christian Ertl ist alles andere als glücklich mit diesem Licht an, Licht aus, aber... Also eine Blamage als Blamage finde ich es jetzt nicht, weil ich bin ein netter Veranstalter. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, das steigert die Wertigkeit von dem Lichtspiel, weil ich selber habe es jetzt die letzten 6 Jahre auch nur 2-mal vollständig eine Stunde lang gesehen. Und von daher, je seltener das etwas ist, umso wertvoller wird es. Christian Ertl wünscht sich, dass das Lichtspiel in Geiselhöring jederzeit und immer präsent ist. Den örtlichen Konditor Hans-Georg Löw hat er dazu überredet, Lichtspielbusserl zu machen. Das sind Nougat-Krokantpralinen. Und den örtlichen Bäcker Christian Pritscher hat er zu einem Lichtbrot animiert. Christiana, 2 Lichtbrote bitte. Ja, gerne. Curry wird in den leichten Hefeteig geknetet für die Lichtstrahlen. Da ist ja der Clou, es ungleich zu verteilen. Das ist ja die Schwierigkeit. Das ist eigentlich die Schwierigkeit. Ja. Denn der Teig soll ja nicht einheitlich gelb werden, sondern er soll von Strahlen durchsetzt sein. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Schöne gelbe Lichtfarbe, oder? Super. Ja. Jetzt schauen wir gleich mal nach, ob das Licht angekommen ist. Das schaut super aus. Da, ja, schaut dir das an. Das ist Premiere jetzt, Billy. Das riecht gut. Wunderbar. Er fällt bloß nur ein Weißwein. Ein Lichtwein. Einen Winzer für den Lichtwein hat Christian Ertl schon im Blick. Dritter Tag zum Frühlingsanfang. Letzte Möglichkeit, das Lichtspiel doch noch zu sehen. Die Wetterprognose ist gut und es kommen mehr Leute als in den vergangenen Tagen. Und dann das. Pünktlich um 5 schieben sich auch diesmal Wolken vor die Sonne. Heute ist überhaupt nichts zu sehen. Also schaltet Christian Ertl auf Plan B und lässt die Leute mit dem Modell experimentieren. Jetzt kann man das erkennen. Und jetzt wandert das Licht. Jetzt sieht man die beiden Heiligen. Genau, links den Erasmus und rechts den Stephanus. Und dann zeigt er Zeitrafferaufnahmen aus einem der letzten Jahre.
Immerhin schöne Bilder als Ersatz fürs Live-Erlebnis. Dass ich das Lichtspiel nicht gesehen habe, ist zwar ein bisschen enttäuschend, aber ich muss ehrlich sagen, die Kirche entschädigt. Also von daher, dass man da die Ruhe und das alles genießt. Ich habe das Glück gehabt, das schon mal gesehen zu haben. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und es macht einem sehr demütig und macht ein bisschen so Glaubensgeschichte ein bisschen erfahrbar, erlebbar auch. Christian Ertl gönnt sich ganz zum Schluss einen meditativen Moment, allein in der leeren Kirche. Und dann, kurz vor sechs, kommt doch noch mal die Sonne raus. Und der Putto scheint zu sagen, nächste Gelegenheit zum Herbstanfang.